gleich mit einem Special Gast. Hallo! Hi, ich bin Elena und ich bin Hobby-Lego-Bauer mit Brickit 13. Ja, wir zeigen euch heute die Kammer des Schreckens. Die Nummer 76389. Ab 9 Jahren. Ja, okay, das ist angemessen, oder? Ja, ich denke schon. Ist auch ein großes Set, ja. Ja, also bei uns ist es ja ein bisschen größer als auf der Verpackung, aber dazu später mehr. Also Minifiguren sind dabei. Auf jeden Fall ist hier mal eine Schlange dabei, ein Basilisk, gegen den Harry ja im zweiten Teil dann in der Kammer des Schreckens kämpfen muss. Und hier sind, die finde ich ganz cool, zwei so Schlangenköpfe, die hier vor dem Eingangstor da stehen. Und Figuren sind dabei. Der fast kopflose Nick als Glow in the Dark, der leuchtet im Dunkeln. Dann ist dabei Harry Potter mit dem Schwert von Godric Gryffindor. Dann ist dabei Professor Dumbledore, auch ganz schön bedruckt. Und Aurora Sinistra. Wer ist Aurora Sinistra? Es ist Lehrerin anscheinend, seitdem Harry in der ersten Klasse ist, für Astronomie, obwohl sie ja in der ersten Klasse irgendwie und in dem ersten und zweiten und ja, in den ersten Filmen noch nicht vorkommt. Okay. Ein goldener Voldemort. Auch hier ganz schön mit einem goldenen Zauberstab und hier hinten steht auch drauf 20 Years Lego Harry Potter. Und dann ist hier nochmal Tom Riddle dabei. Auch ganz schön hier auch mit den Beinen bedruckt und so. Und noch eine Minifigur, nämlich Gilderoy Lockhart. Auch nochmal cool bedruckt hier vorne. Und noch ein kleiner witziger Irrwicht ist das, glaube ich. Ja. Ja. Und was sind zu den Figuren deine Einschätzung? Ich finde die sehr schön. Wir haben ja jetzt nur eine Auswahl, hast du jetzt präsentiert. Ich glaube, es ist noch Colin Creevy dabei normalerweise, oder? Kannst du zu dem noch was sagen? Mit seiner Riesenkamera, der immer Autogramme von Harry will und Bilder mit ihm. Stimmt. Da gibt es auch eine extra Kamera im Set, oder? Ja, genau. Ja, super. Die finde ich auch klasse. Und der Basilisk, den finde ich im Übrigen sehr schön. Den kann man nämlich super bewegen. Den kann man auch hier so das Maul aufmachen und den Kopf kann man drehen. Hier hinten den Schwanz. Also finde ich super gut gemacht, oder? Ja. Ich glaube, da zeigst du später bestimmt auch, wie der aus diesem Tor rauskommt, genau. Oder? Ja, und von innen? Da gibt's ja, da habe ich ja ein bisschen mehr reingebaut, als da normal drin ist. Also wir drehen sie jetzt mal um. Ich habe da zwei Ergänzungssets drin. Ups. So. Nämlich, also drei sogar. Einmal das Set von Fluffy. Hier nochmal mit einem coolen Fluffy dabei, den man auch hier mit so schön drei Köpfen, drei verschiedenen, einen knurrenden, einen schlafenden und nochmal einen knurrenden und dem hier läuft, glaube ich, sogar noch Sabba aus dem Mund. Sehr detailgetreu. Ja. Wirklich gut. Und dann ist hier noch der Gryffindor-Schlafraum reingebaut. Der gehört zwar nicht dazu, aber wir haben ihn jetzt trotzdem reingebaut. Und hier gibt es dann noch das Mädchenklo von der Maulten Myrte. Und hier kann man dann Harry in die Kammer des Schreckens rutschen. Finde ich so. Und kommt dann hier unten wieder raus. Das finde ich sehr schön gelöst. Ja, das stimmt. Auch, dass es so versteckt ist. Genau, und dann kann man hier das wieder einklappen. Und hier gibt es noch ein bisschen viel Safttrank dabei. Und hier noch ein Kessel, wo sie den im zweiten Teil ja drin bauen. Da oben
ist irgendwie, glaube ich, so ein Teil von Gilderoy Lockharts Büro oder ist Gilderoy Lockharts Büro. Und da unten hier ist sein Klassenzimmer. Hier unten gibt es dann noch die Kammer des Schreckens, was ich hier ganz cool finde, dass man das auch hier bei dem Fluffy-Set so gebaut hat, wie es auch im ersten Film so ist, dass man da den Anschein kriegt, dass die im ersten Teil schon mal in der Kammer des Schreckens waren, weil das ja hier irgendwie gleich aussieht, wo diese Schlingpflanzen drin sind, wo Hermine sie dann befreit von den Dingern. Und der Schlafraum, finde ich, ist auch nochmal ganz schön eingerichtet mit tollen Betten. Und was sagst du noch zu dem ganzen Inneren? Ich finde das sehr schön gelöst. Ich finde den Schlafraum auch toll. Ist so ein kleiner Hingucker. Aber am besten gefällt mir unten auch noch diese Figur da. Da kommt, glaube ich, der Basilisk raus, oder? Und ich glaube, ja. Und ich glaube, ich weiß auch, von wem dieser Kopf ist. Ja? Nämlich, glaube ich, von Salazar Slytherin. Oh, ja, das würde Sinn machen. Und der Basilisk, der kann nämlich jetzt... Da muss man hier hinten, hier vorne was öffnen, das zeige ich nachher noch. Dann kann man das hier rausziehen. Und dann kann der Basilisk hier durchkommen. Ja, super. Und dann kann er dann ja mit Harry kämpfen, was er dann im zweiten Teil macht. Und dieses Schwert hier, das finde ich auch nochmal richtig cool. Passt auch irgendwie richtig gut zu dem Set, finde ich. Weil damit tut ja Harry auch die Schlange besiegen. Das Schwert von Gryffindor, oder? Ja, genau. Und hier oben hat eben Gilderoy Lockhart noch ganz viele Bilder von sich. Da eins mit Harry, wo er irgendwie ganz komisch guckt. Und dann hat er hier noch eine Perücke. Dann finde ich auch seinen Schreibtisch hier noch ganz schön. Und dann natürlich noch auf der anderen Seite hier jetzt natürlich noch so hier die Klappe, wo dann auch Harry in die Kammer des Schreckens geht, gibt es dann eben hier jetzt noch die Klappe. Die finde ich auch richtig cool, hier mit den Schlangen. Und dann kann man jetzt der Besen, den jetzt kann da genau der kopflose Nick kann jetzt hier schweben. Auf so einem coolen Ding hier. Das kann man dann auch noch hier so hoch und runter klappen. Ja, es ist ein mega cooles Set. Findest du auch, oder? Ja, ich finde es sehr schön. Sieht auch von außen echt toll aus. Ja. Das Einzige, worüber ich mich gewundert habe, war, dass die Dächer grün sind. Mal waren die ja eigentlich immer grau, die sind jetzt grün, aber es sieht eigentlich ganz schick aus. Das ist eigentlich bei jetzt allen neuen Lego-Sets so von Harry Potter. Also das ist bei vielen zumindest, dass da die Dächer jetzt grün sind. Sieht ja auch schön aus. Genau. Und hier sieht man es nochmal auf dem Karton. Dass es da, wie es da ohne die zusätzlichen Sets aussieht. Da ist hier oben Gilderoy Lockharts Büro. Ja, und von hinten kann man es hier auch nochmal sehen. Ist auch cool. Und es ist schon teuer. Wie viel kostet das? Für 140 Euro. 140 Euro, ja. Und mit Rabatt kostet es 105. Also aber schon teuer. Ich finde jetzt, da hätte schon 100 Euro gereicht. Ja.
Das stimmt. Aber trotzdem cooles Set. Und mehr gibt's eigentlich nichts zu sagen. Und danke an unseren Special Guest Elena. Sehr gerne. Schön, dass ich dabei sein durfte. Und tschüss, euer Mutti 13 aus der Schule.